Und dazu begrüße ich Thomas Nagel von Equinet. Welche Bedeutung hat denn Ihrer Ansicht nach so ein Aufstieg in die erste Börsenliga für ein Unternehmen und seine Aktionäre? Also prinzipiell ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr entscheidende, sehr, sehr wichtige Sache für so ein großes Unternehmen vor allem, weil jeder internationale Investor wird auf einmal auf ein Unternehmen aufmerksam, das sich die großen ausländischen Investoren vor allem in den letzten Wochen und Monaten sicherlich kaum angeschaut haben, weil sie teilweise vielleicht auch nicht rein investieren dürfen. Also von der Warte, die Bedeutung so eines DAX-Aufstieges ist immens, auch wenn man natürlich ehrlicherweise sagen muss, meistens ist die große Performance so einer Kursbewegung meistens schon im Vorhinein weg. Sprich, eigentlich, wenn sie dann im DAX drin ist, dann ist die Party meistens auch schon wieder vorbei. Gerade K&S ist ja in der Vergangenheit sehr gut gelaufen. Wir haben gerade die Entwicklung in einem Jahr gesehen, aber auch in den Jahren zuvor ging es da steil nach oben. Wie sehen Sie denn die weiteren Aussichten? Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, weil wir müssen hier zwei Sachen auseinanderhalten. Punkt 1, haben wir diese enorme Rallye gehabt, allein seit Anfang des Jahres von 80%. Jeder hat über diese Aktie schon geredet, vielleicht nicht überall, aber die Investoren, die drin waren, auf jeden Fall, weil sie natürlich auch mitgestiegen sind mit dieser gesamten Rohstoffhausse, die momentan so ein bisschen am Zusammenbrechen ist. Sprich, auch da besteht natürlich die Gefahr, dass es jederzeit dort zu Auswirkungen, was den Kursverlauf anbetrifft, kommen kann. Auf der anderen Seite muss man sich anschauen, dass eine K&S natürlich mit einem KGV von 8 oder 9 für 2009 nicht gerade teuer ist. Also irgendwo hält sich das momentan ein bisschen die Schwebe. Ich würde einfach mal von Anleger sagen, er soll mal schauen, ob die Aktie vielleicht noch bis 60 Euro durchatmet. Wenn sie das schaffen sollte, ist es, denke ich, die weitaus bessere und solidere Basis, als das momentan der Fall ist. Pfui dagegen für TUI, aber der Absteiger hat ja schon lange als Aktie Federn gelassen. Ist das jetzt vielleicht eine interessante Aktie auf diesem Niveau? Tja, traut man der Statistik, die ja immer sagt, dass jeder DAX-Aufsteiger meistens zum Underperformer mutiert, weil er das vorher schon alles weggenommen hat, könnte man eigentlich genau das umgedrehte Spiel spielen. Sprich, man sagt, diejenigen, die vom DAX verwiesen werden, könnten natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie vorher Underperformer waren, dass nicht so viel Umsatz umgegangen ist, dass vielleicht viele Investoren diese Aktie auch leer verkauft haben, um von fallenden Kursen zu profitieren, dass die auch mal schnell wieder eindecken müssen. Das ist also sehr gut vorstellbar, dass es hier durchaus mal zu einer kurzfristigen Gegenreaktion nach oben kommen kann. TUI steigt jetzt also ab in die zweite Reihe in den MDAX. Weitere Änderungen dort. Der Motorenbauer Deutz fliegt raus und macht dem Baumaschinenkonzern Bauer Platz. Wie sind denn die Aussichten für Bauer? Ja, Bauer ist sicherlich nicht gerade uninteressantes Unternehmen. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Auch hier ist es noch ein junges Unternehmen. Im Juli 2006 ist es erst an die Börse gekommen. Wir haben seitdem knapp 220% Performance hier gesehen, was natürlich auch wieder darauf hindeutet, dass hier sehr, sehr viel schon wieder vorbei sein kann. Aber, und das ist das große Aber, wir haben hier immerhin eine sehr, sehr günstige Bewertung, ähnlich wie wir das bei K&S haben, nämlich von knapp 9 im KGV fürs nächste Jahr. Also zumindest fundamental scheint hier einiges noch in Ordnung zu sein. Das Einzige, was mich persönlich so ein bisschen stört oder was man skeptisch sehen müsste, auf der einen Seite, auf der anderen Seite positiv ist der Free Float, also die frei handelbaren Aktien. Die liegen hier nur bei knapp 50%. Der Rest ist in Familienbesitz. Sowas kann man positiv, man kann das aber auch negativ deuten an der Börse. Und in den Tech-DAX steigt unter anderem Manns Automation auf. Was steckt denn hinter diesem Unternehmen? Tja, das ist ein Unternehmen für Systemlösungen in verschiedensten Bereichen. LCD, Photovoltaik möchte ich hier bloß als zwei nennen. Auch ein Unternehmen, was nicht ganz so jung ist. Ich sage einfach mal, das Unternehmen ist auch in 2006 an die Börse gekommen, noch eine viel, viel bessere Performance gezeigt, als das bei Bauer der Fall war. Knapp 580%, also noch ein deutlich höherer Aufschlag. Und das ist der entscheidende Unterschied zu Bauer hier. Wir haben ein KGV fürs nächste Jahr von knapp 24, was momentan der Markt ist, bereit zu bezahlen. Also da fehlt mir persönlich dann schon ein bisschen die Fantasie, wo dann noch etwas herkommen soll. Im Übrigen, beiden Aktien, auch für die K&S, haben eins gemein. Sämtliche Analysten, so knapp 90%, sind momentan sehr, sehr bullisch und empfehlen die Aktie zum Kaufen oder Halten. Und das allein ist für alle drei Titel für mich doch eher ein Negativkriterium. Thomas Nagel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und jetzt